Hallo Jonas. Hi. Herr Reinhardt, sorry. Ja, nennen Sie mich ruhig beim Vornamen. Der ist immer am einfachsten. Man will ja doch auch. Ja, man will. So, ich glaube, ich stehe dem Knoll hier im Weg. Ja, Vertrauen ist das Wichtigste. Oh. Ja, was nützt einem kein Vertrauen? Ja, das Ja bringt gut, wie kann ich Ihnen behilflich nichts. sein? Mir? Gar nicht. Ach so. Ich muss, Sie ich stehen hier muss. einfach nur rum, ums Rumstehens willen. Ja, ich muss hier das Fahrzeug hier vom LU wegbewegen. Also wir sehen uns, gell? Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, jetzt bin ich hier. Ist ja nicht, dass ich den hier die ganze Zeit blockiere. Vor allem, ich brauche ja auch endlich mal ein bisschen Geld. Stubenfräse haben wir schon mal am Start. Also die Stadt hat schon mal ordentlich aufgerüstet hier mit großen Fahrzeugen. Oh. Hat er nur den kleinen JCB hier genommen. So, jetzt gehen wir gerade in CB-Funk, vielleicht ist da ja jemand. So, immer schön dran denken, wir müssen auch blinken. Oh, der JCB hat aber hier zu kämpfen, ich weiß gar nicht warum. Der Anhänger ist leer. Naja. So, ich bin mal gespannt, was der Razex hier, der Jürgen, was der so an locker macht an Kohle. Hallo? Hallo? Hallo, Harry. Hallo. Hallo, Volker Varona. Du hast irgendwie, dein CB-Funk hört sich komisch an, aber ist schon gut. So. Ja, was? Hast du noch einen Auftrag ja. hier? Ja, ich habe jetzt schon meinen zweiten. Ja, sehen Sie, ich habe mit einem Auftrag länger zu tun. Also ich bin ja, habe jetzt den Auftrag bekommen, ein ganzes Felddach zu mähen. Zu mähen schon, okay. Oh, Moment, Moment, da sehe ich doch gerade was. Das nur mit einem Frontmähwerk, ne? Oh, das ist aber undankbar. Ja, hoffentlich fällt der Lohn nicht so schlecht. Das wäre schade. Ja. Du weißt ja, diese Bauern. Okay. Da ist der Bierbauer. Muss ich mal fragen. Ja, ja. Dann sehen wir uns. Ja, ich muss mal hier meine Ladung abliefern. Ja. Weißt zwar noch nicht. Leg ich wieder auf, ne? Ja, bis dann. Ciao. Ja, bis dann. Jürgen! Ja! Wo soll denn das Gespann hier hin? Der Hänger, neben den Hänger hier. Ja, pass auf, ich sehe dich nicht. Geh mal ein bisschen auf die Seite. Ja, so ist gut. Mulde kannst du drauf lassen. Oh, der knickt. Das ist ein. Der Anhänger lenkt auch mit ein, gell? Ja, ja. Der ist ein bisschen knifflig. Ihr Druckzug um die Ecke. Ja, ja. Und den Mulcher. Achso, jetzt habe ich hier gerade. Den Mulcher können sie daneben einfach stellen und den Traktor einfach davor. Oh. Wo davor? Vor den Mulcher? Ja, aber abhängen bitte. Okay. Tja. So, dann haben wir erstmal leider nichts mehr. Wie? Schade. Okay. Ich gebe Ihnen noch gerade den Kasten Bier. Kommen Sie mal mit. Den Kasten Bier. Ach. So,
Ja, bitteschön. Das hat, danke. Ein kleines Trinkgeld. Aber Jürgen. Ja. Soll ich jetzt mit dem Kasten hier durch die Gegend funktionieren? Gegenlaufen. Nun, ein kleines Trinkgeld. Sehr großzügig. Ja, wo haben Sie denn Hof? Ich habe kein Auto, ich habe gar nichts. Sie haben noch nicht mal so eine Bleibe? Nee, nichts. 2000 Euro habe ich und einen Kasten Bier. Ja, als Bleibe könnten Sie, wenn Sie möchten, hier oben, wenn Sie hochgehen, die Treppe hoch, erstes Zimmer links, hier erstes in dem Haus. Erstes Zimmer links, ja, könnte ich dann machen, dann stelle ich da mal den Kasten kurz rein, tschüss. Jo, da könnten Sie erstmal was übernachten. So, Kasten Bier ist aufgeräumt. So, Sie haben keine Arbeiten mehr? Ja, ich bin schnell. Nee, leider nicht. Dann muss ich mal gucken. Ich könnte Ihnen ich schicke Ihnen mal die Nummer vom LU, oder haben Sie die? Nee, die Nummer habe ich nicht. Dann schicke ich Ihnen die. Kurz out of RP. Du kennst das Problem? Ja. Ja, ja. Ich auch schon wieder. Was machen wir da? Müssen wir nach heute klären. Ich glaube, das wäre reingetappt ist. Vielleicht einer der neuen. Nein, wenn einer was kauft, passiert das auch manchmal. Sind Sie denn Herr Varuna? Ja, ich steig mal mein Auto an. Konnte teleportieren. Beim Bauhof. Habe ich LU? Ja. Ja, aber ich kann ja nicht. Ach so, Leute, ihr kriegt jetzt das Problem wieder mit. Vielleicht liegt das wirklich an dem Parkmat. So. Okay. Ich schicke Ihnen dann mal die Nummer vom Lohnunternehmen. Ja, danke. Gut, also ich mache mich dann mal auf den Weg. Bitte. Vielleicht haben die ja ein bisschen Arbeit, weil wir haben momentan leider nichts. Dafür brauchen sie eine Arbeitsgenehmigung, da müsste ich sie richtig einstellen und alles. Nur das geht momentan leider nicht wirklich. Es sei denn, sie redet mit dem Förster, weil wir haben einen riesen Auftrag an den Förster wirklich. Mhm. Da vorne der Wald einmal komplett abholzen. Ich habe gehört, der Förster hat heute Urlaub. Ah, der hat heute Urlaub. Ja. Ja, das ist natürlich doof. Okay. Da kann man nichts machen. Aber Sie haben ja jetzt schon mal definitiv die Nummer vom LU. Ja, wo haben Sie denn die Nummer hingeschickt? Haben Sie? Nö. Bei Nachrichten? Nö. Ah, jetzt habe ich die Nummer. Ja, ja, vielen Dank. Oh, tschüss. Tschö. So, dann gehe ich mal kurz hier. So, das ist ja. Ist ja alles ein bisschen doof, dass das hier so. Out of RP. Tschüss. Dass wir hier so ein bisschen Probleme haben. So, aber warte mal, ich rufe mal jetzt gerade das LU an. 6, 5. Ja, ist ja gut. So, es müsste klingeln. Dun, dun, dun. Eigentlich müsste es klingeln beim LU. Das tut es nicht, das ist ganz komisch.
jetzt passiert? Klingeling, klingeling, klingeling. Schönen guten Tag. Guten Tag. Irgendwie ist das Telefon kaputt, deshalb muss ich auf der Zentrale anrufen. So. Also, okay. Haben Sie Arbeit? Leider nein. Ja. Wissen Sie jemanden, der Arbeit zu vergeben hat? Nein, leider noch nicht. Okay. Vielleicht, wenn... Aber wenn ich was weiß, rufe ich an. Pff, ja. Okay. Sie haben auch keine Fahrzeuge, die ich mal von A nach B fahren könnte. Nee, noch nicht. Aber vielleicht davon vielleicht irgendwann mal was. Also okay. Wir werden jetzt mal einkaufen müssen, vielleicht da irgendwann mal was. Oh ja, okay. So, Maschine, Sämaschine zum Hochbauen und nächstes Gerät holen vielleicht. Ja, sowas gerne. Also wir melden uns auf jeden Fall. Traktoren darf ich alle fahren, von groß bis klein. Haben Sie alle Mähdrescher auch? Mähdrescher darf ich auch fahren. Nur okay, diesen großen, diese Kartoffelvollernter und so darf ich nicht. Okay. Und Häcksler darf ich auch nicht. Müsste ich erstmal noch einen Führerschein machen. Haben Sie einen T-Führerschein? Was für einen? T-Klasse. Ja, T habe ich. Auf Friday, perfekt. M habe ich auch. Alles klar. Gut. Bis dann, tschüss. Tschüss. So, das ist aber auch ein schönes Schmuckstück hier. Hallo, Jonas. Hallo, ja? Wie geht's? Ja, ich bin gerade am Rechnen machen für den Bau. Am was? Bauhof. Ich glaube, der ist beschäftigt. Wir haben über 6. Was? Der ist beschäftigt? Sie. Ja. Du. Aber ich kann meine Arbeit auch unterbrechen. Ich höre sie nicht. Der Traktor da hinten ist zu laut. Uff. Ich kann meine Arbeit auch unterbrechen. Ah ja, jetzt war es zu laut, weil der hat gerade den Traktor ausgemacht. Jetzt fahr mal vom Hof, okay? Ach Mist, der ist gar nicht... Oh, der hört uns nicht. Der hört dich nicht. Warten Sie, ich sag ihm mal Bescheid. Ja, ist ja egal. Jetzt rennt er einfach davon. Ich brauche ja, okay. Arbeit. Hallo? So, Jonas, ja. Hast du Arbeit? Ja, Arbeit für dich? Ja. Nee, leider nicht. Ich bin gerade selbst am Rechnen. Ach so. Ich meine, was sollte ich dir jetzt für Arbeit anbieten? Die Leute kommen und ich hoffe halt einfach, ja. Ich könnte dir jetzt spontan nichts anbieten. Vielleicht kannst du mir mal beim LU fragen? Nee, die hatte ich gerade schon angerufen. Die haben gesagt, sie haben nichts. Oder wen haben wir noch? Den Sepp. Vielleicht haben Sie eine Telefonnummer von dem Sepp? Ich glaube... Nee. Entschuldigung, der war noch nicht hier. Kann ich ihn leider nicht geben. Ludwig? Der ist nicht hier. Der ist im... Der telefoniert wohl gerade. Er telefoniert. Die sich sehr unschlüssig mit der Bestellung sind, weil ich empfehle dir was anderes, was preisgünstigeres ist. Ja. Und die wollen das günstigere nicht haben? Der ist sich unsicher, ob er das günstigere sich kaufen soll. Ah, okay. Haben Sie mal einen Computer, wo ich mal reingucken kann in den Katalog? Ich habe keine Ahnung, was es hier überhaupt so gibt. Kommen Sie mal mit. Also im Prinzip bieten wir alles an, ja. Alles? Also alles an Landmaschinen. Das ist ja schon einiges. Sie können ja da hinten reingehen, da steht da. Sollte auch angemeldet sein. Oh ja, das geht. Mhm. Okay, sie kommt dann zu mir. Ja, aber ich kann mir nichts kaufen, ich habe kein Geld. Ach so,
Wenn nicht mal so ein, das hier wäre was. So ein Autochen. Das wäre das erste Mal, was ich so. Ja. Okay, aber danke erstmal. Viel Spaß. Ja. So. Wenn Sie mal ins Internet müssen, weil Sie ja kein Geld haben, komm ich vorbei. Dann komme ich vorbei, ja, ja. Gibt's eine App für mein Handy, wo ich da in den Ding reinschauen kann? Ja, sollten Sie vielleicht Händler-App oder sowas einfach mal in die Händler-App. Ja, die lade ich mir mal runter. Ja, machen Sie. Okay, das. Gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. So. Okay, so ein Dacia, jo, das könnten wir uns ja vielleicht demnächst schon leisten. Ist halt die Frage, ob das zielführend ist. Irgendeinen kleinen Trecker hier. Oh, hier. Agrostar Freisicht. Keine Ahnung, was das ist. Ein kleiner Trecker. Ich weiß nicht. Im Grunde würde ich gerne. Hallo? Nee. Ja, sowas. Da gibt's ja. Mhm. Ich bin gerade am Computer. Bin völlig vertieft. Ich weiß nicht, wer da hinter mir steht. Okay. Achso, 20.000. So ein Zettor gibt es auch noch. Mhm. Aber eher so ein Feld, so ein kleiner Hoftraktor. Herr Varuna? Ja. Ah. Bei mir leckt's. Rufen Sie mich gerade an? Nee, über hier. Sprachchat. Sie sind doch am Computer online. Ich doch auch. Ach so, stimmt. Ja, da haben Sie wohl recht. So, haben Sie noch Arbeit für mich, oder wie? Nee. Mein LS ist abgestürzt. Das ist ungeschickt. Ja. Okay. Ich bin mal gespannt, was ich mir demnächst hier so... Ich weiß nicht. Ich brauche irgendwie Arbeit. Also ich nehme sie mal mit hier gerade per Telefon. Ja, gerne. Ich schließe LS, ne? Ja. Soll ich schon einfach neu reinkommen, oder? In einer Minute kommt eine neue Fähre. Okay. So. Ja, Arbeit haben wir noch nicht gefunden. Wir müssen mal gucken, dass wir demnächst nochmal Arbeit finden. 2000 Euro haben wir von dem Racex gekriegt, vom Jürgen, vom Bauhof. Aber da müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao.